Speichert automatisch oder was immer? Ja klar, wenn du das View schaust, dann speichert er automatisch, ja. Pfeift der Ja. Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Der Trainer wird wechseln. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Und das ist der Nein. Ball verloren. Und das war knapp, aber es war abseits. Da ist die Auswechslung. Die Fans feiern ihn. Ich Kein rechts gegen Wunder. links ausgetauscht. Ja, definitiv Ich einer hab der so besten Spieler auf dem Platz. 100 Geld. 10. Wo mach ich beide zusammen? Sag mir nicht. Ball draußen, es gibt Einwurf. Sehr guter Einsatz. Gut geklärt, aber Einwurf. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Sie bereiten einen Wechsel vor. Gibt's jetzt die Tor? Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt also ein erstmal Pimmeltor. Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Boah, nee. Pimmeltor, so ein Pimmeltor. Da braucht kein Mensch. Er macht kein Tor, ehrlich gesagt. Ach so Gott, und nicht guck's dir anders. An, ey. Guck's dir an. Ja, der war absolute Klasse. Mit ganz viel Power, dazu noch präzise. Den kannst du nicht halten. 2-1, hier ist noch alles drin. Ja, ist immer alles drin, aber trotzdem. Ja. Cueto. Wird das seine Torchance? Ja, das müssen wir gesagt. Und den Freistoß können Sie jetzt direkt versuchen. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Ja, da können Sie nicht entscheidend klären. Er zeigt den Vorteil an, Sie können weiterspielen. Das macht er gut. Cueto. Klasse Aktion, Ball ist weg. Unaufhaltsam. Lennart Stoll. Fabian Menich. Wird es jetzt gefährlich? Jetzt ist er durch. Super Pass. Da müssen sie aufpassen. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder Na, weniger. Wer so ein Arsch, sieht im Moment ne? gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Er fälscht den Ball ins eigene Tor ab. Aber ich kam Wolf, nicht daher. Das kann passieren. Das muss man jetzt abschütteln und sich weiter konzentrieren. Was soll für das war, ey. So dämlich, ey. Der neue Spielstand So ein Witz ist das, jetzt ne? also 3:1. Jetzt gibt's Einwurf. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Da pfeift der Freistoß.
Klasse Leistung heute und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Das sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Mit seinem Rechtsaustausch, das ist ein Witz. Das ist so ein Witz, ne? Den Fernschuss nimmt er sich, war aber wohl doch zu groß, die Entfernung. War getroffen, oder? Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt könnte es gefährlich werden. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Also über mangelnden Support der Fans kann sich hier heute keiner beklagen. Aber ganz und gar nicht, die machen mal richtig Alarm. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Lennart Stoll. Tobias Rühle. Oh, aus dieser Distanz abzuziehen ist das vielleicht doch schlecht, eher zu optimistisch. Ich vermute, dass er sich da ein bisschen überschätzt hat. Ja, leider. Ja, die war schon vorher voller Schiff, Marvin. Ich auch keine, die einen wechseln kann. Hab ich nicht. Ich spiele bitte in der Liga, ey. Das könnte gefährlich werden. Keine Gefahr bei dieser Aktion. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Da passt der Gegner auf, aber der Einwurf muss auch anders kommen. Lennart Stoll. Ball ist im Haus, es gibt Ecke. Zieh dich rein. Spiel nicht. Ecke kommt rein. Lennart Stoll. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. So langsam wird es gefährlich. Da geht er vorbei. Da ist die Hereingabe. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Tobias Rühle. Auf außen ist jetzt Platz. Vorteil, Spiel läuft weiter. Schönes Zuspiel. Gefährlich! Die Entfernung ist zu groß, noch so kann das nichts werden. Und keiner weiß, was er sich dabei gedacht hat. Ah, der darf das? Ja, sowas darf. Per Kopf zum Mitspieler. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das könnte es sein. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Ja, halt eine Schwalbe. Das war die Chance, um die Führung auszubauen. Klasse Parade. Hier nochmal eine Wiederholung. Ein guter Torwart ist eine Menge wert. Bernhard Schützenfest bei Heinz Kimmel. Wow, wie süß der Mannschaft, ey. Die hätten die verloren. Da passt er auf und kann klären. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Sie haben den Ball. Und man merkt wieder alle aufatmen in der Abwehr. Das war gefährlich. Auf der Linie geklärt. Es hat nicht viel gefehlt. Jetzt der Schuss. Was? Und sie kämpfen sich tatsächlich zurück in dieses Spiel. Noch ein Tor. Noch ein Tor bis zum Unentschieden. Und jetzt wird es nochmal eine ganz heiße Schlussphase, Buschi. Das kann man wohl sagen. Durch diesen Treffer liegen sie nur noch ein Tor hinten. 3:2 also. Da ist alles drin. Lennart Stoll. Ein guter Doppelpass. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da kommt die Flanke. Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. Nicht mehr lange zu spielen. Dieser Eckball könnte die Entscheidung bringen. Du hast doch schlecht gehalten, ey. Philipp Hoffmann! So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Nicht verarschen. Auf den Abschluss.
4 Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Sehr guter Einsatz. Ich wollte eigentlich links, und da habe ich ja alles klar zu machen. Der Ball kommt rein. Philipp Hoffmann. Oh, Philipp Hoffmann. Ist mal jetzt auf. Aber mach jetzt einen Tunikopfball, ne? Könnte jetzt was werden. Oh, rot. Kurz vor Schluss gibt es noch einen Freistoß. Was? Das ist eigentlich ein Rot. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut. Nee. Gute Parade, ja. Aber das ist natürlich auch ein dankbarer Ball für einen Keeper dieser Klasse. Ja, ja, ganz schwacher Abschluss, so leicht. Willst du mich verarschen? Das war ganz klares. Ich habe nicht zurück. Cueto mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Gutes Tackling. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Tut doch mal alles, ne? Muss ich verarschen. Und das ja, dann du Ball war ja auch nicht jetzt. Das ist in Ordnung. Ist 2 zu 3. Ist in Ordnung. Ist der Wutz, der ist Österreich. Ist der Wutz, ist Österreich. Östersund. Steht aber gut. Ist egal. Du bist das zweite Mal gerade. Was? Die sind Dritter? Mit denen ich unentschieden gespielt habe? Finde ich gar nicht, möchte ich gar nicht wissen, wie die gegen mich geil spielen. Was? Muss jetzt Ascony eigentlich richtig geil spielen? Nationaltrainer. Willst du mich verarschen? Nationaltrainer. Ja, wenn du nicht ganz auf dem Damm bist, das muss ich ja noch billig spielen. Oh. 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 Mal. So gut sind die jetzt auch wieder nicht. Diese Sperre hat er nun gehabt? 2 Spiele. Marvin. Der ist verletzt. Jetzt tue ich mal den hier auf Twitter rein. 54er. 54er? Ja. Mich sie verarschen oder irgendwie? Ich möchte. Weil du mich verarschen willst, verstehe ich schon, ja? Natürlich nicht. Hast schon vorher versucht, aber. Natürlich. Du willst ja sonst scheitern, wenn du das machen wirst. Ja? Gott sei Dank ist 2 Wochen Pause, dann kann ich mal trainieren. Ich möchte eigentlich nicht weiterkommen, ganz ehrlich. Ich habe dann nur noch 2 Tage Pause, aber.
kann auch nicht viel mal. Ich habe heute Blähung. Boah, die müssen einfach raus, mal müssen die. Die müssen einfach raus. Jo, heute in Hamburg verloren. Hoch genug, leider. Die haben aufgeholt, ein Tor. Ah, das ist gleich nur hier. Das haben wir passen. Das ist so scheiße, am Münster, ich sogar zu schlagen. Du musst. Hier. Tausend Euro. Der Startschuss für ihre dritte Partie in dieser Gruppe ist erfolgt. Und wir hoffen alle auf ein unterhaltsames Spiel. Und hier wird uns ihre Aufstellung präsentiert. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. War schon mal nicht schlecht, aber Lani hält das. Lani? Lani, richtig. Wird das seine Torchance? Super durchgesetzt. Hereingabe jetzt. Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Ist noch ein bisschen gewachsen, ne? Ja. Wir kennen es nicht. Schießt er ihn rein! Klasse Aktion, ja, Torwart hält den Ball fest. Lennart Stoll. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Das könnte eine Gelegenheit werden. Er versucht's. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Und Ecke. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Von ihrem Neuzugang für die Außen versprechen sie sich natürlich viel. Er kommt also heute zu seinem Debüt und wird natürlich gleich Gas geben wollen. Den Ball hat er, ganz souverän. Wird's jetzt gefährlich. Und da verlieren sie den Ball. Da wäre jetzt Platz. Das sieht vielversprechend aus. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Da geht er gut dazwischen. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? In seiner 120-jährigen Geschichte hat der Prinzenpark ja schon einige. Aus der Entfernung wäre es das Tor des Jahres. Der Ball geht weit daneben. Also das hätte er sich besser gespart. Ja, gut, die Teamkollegen sind auch nicht besonders glücklich, dass wir jetzt abspielen müssen. Okay. Danke, ich bin mal. Ja.
Sollen wir jetzt die Pizzeria? Mir egal. Ja! Ich brauche aber einen 100er. Bist du bescheuert? Marvin, ey. Leg die auf der Couch, bitte. Nein. Nein, nimm sie mit. Ist oben. Ist nicht. So unten hast du den Mama gesagt. Danke für den 100er. Aber 100 Euro in 5-Euro-Scheinen. In 1 Cent. Ja. In 5-Euro-Scheinen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Er zieht ab. Ja, der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Also die Entscheidung um seine sportliche Zukunft ist gefallen, denn in Kürze spielt er für Manchester City. Ein toller Transfer. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Nee, hast du auch ganz oft reingefoult. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Nils Jonathan Körber. Das ist Fritz. Hä? Das sieht mir schon so aus. Soll ich jetzt rausgehen oder nicht? Oder die Überleitung? Ja? Da muss ich ja wissen, das Spiel. Das könnte gefährlich werden. Und da geht er wieder so rein, obwohl er schon gelb hat. Sandrino Braun fängt diesen Ball ab. Lennart Stoll. Kimmich hast du verkauft. Jetzt müssen sie aufpassen. Wie heißt der? Da geht er dazwischen. Verkauft sie. Kimmich habe ich verkauft. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Er nimmt ihm den Ball ab. Ja, schwacher Ball hier. Verteidigt da den Ballbesitz. Jetzt könnte es gefährlich werden. Stark gemacht, das könnte was werden. Jetzt kommt der Schuss. Jetzt wird es Ecke geben. Der Ball kommt rein. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Das ja, könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Lennart Stoll. Ja, ein Rette noch umpassen. Und das ist der Ballverlust. Das sieht gut aus. Oh, da müssen Sie mehr draus machen. Sehe ich auch so. Gute Chance und dann dieser schwache Ball. Nee, den kriegt der Keeper. So anderen Post. Nee, Pfosten raus. Guck's an, Marvin. Lennart Stoll. Jetzt wird's gefährlich. Da kommt der Schuss. Das guck ich mir doch an. Guck's dir an, Marvin. Okay. Wo du hinzielst, wo du gerade hinzielst. Guck's an. Bäm. Bäm raus. Okay. Wäre geil, wenn's. Du hast einmal den Torhüter ausgetrickst. Vorbeigespielt hast du. Ja. Nee, wenn da jetzt mal Spieler schon noch einer, da ist da. Ja. Und dann ich hätte voll Werfen wir noch mal einen Blick auf diese Chance. Und per Kopf weitergespielt. Wird das eine Torchance?
Jetzt setzt er ihn unter Druck. Ein berechtigter Freistoß. Da ist jetzt Platz. Das sieht vielversprechend aus. Da hat er keine Mühe hier bei dem Kopfball. Nein, da war einfach zu wenig Druck dahinter. So kann der nicht gefährlich werden. Das war einfach. Und er hat den Ball. Sehr guter Einsatz. Ballverlust. Das ist ja nicht leisten. Alter. Na, keiner kann was aus der Flanke machen. Ja. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Mikrowelle? Das sah ja gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Das könnte die Chance werden. Gut verteidigt. Klasse Aktion. Er zieht ab und versucht den Torhüter zu überraschen. Er hatte eigentlich keinen schlechten Schuss, aber das hier war doch ein bisschen weit. Ja, damit hat er diesen Angriff natürlich viel zu früh hergeschenkt. Ja, ich bin auch nicht dafür, dass du das Spiel jetzt. Ich bin leicht geschossen, ja. Jetzt müssen sie aufpassen. Er zieht ab. Schön geklärt. Gibt hier eine Ecke, könnte gefährlich werden. So, Ecke kommt. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Und er schießt. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Fängt diesen Ball ab. Das könnte gefährlich werden. Der Schuss war nicht gut. Ja. Kein Problem für ihn. Ahnt hier diesen Pass. Ja. Weg ist der Ball. Ganz energisch. Oh. Ole Kittner. Ja. Weg ist der Ball. Lennart Stoll. Da kommt der Pass. Und jetzt die Chance. Tobias Rühle. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Und die Situation ist wieder bereinigt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Hallo. Flagge kommt ganz weit. Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Wird's jetzt gefährlich. Abgefangen, gut gemacht. So, jetzt ist erstmal Pause. Zwei Spiele gerade. Schau. Und Torverhältnis, muss auch sehen, ne? Ich hab erstmal. Du hast 4 Punkte, Marvin. Ja. Und die haben 1. Wir hätten die 4. Noch bist du nicht raus. Alle Spieler sind zurück aus der Kabine. Kann weitergehen. Und dann haben wir die Gruppenphase bald auch schon geschafft. Jetzt wird's gefährlich. Unaufhaltsam. Da kommt der Schuss. Und der Ball geht deutlich drüber. Ein Punkt.